Es war einmal ein armer Fischer, der in einer bescheidenen Hütte am Meer wohnte. Eines Tages brach er wie gewöhnlich mit seiner Menge an Netzen auf, um fischen zu gehen. Wage es nicht, mit leeren Händen nach Hause zu kommen, schrie seine nörgelnde Frau von der Tür aus. Unten am Ufer hatte er gerade die Netze in das Meer geworfen, als etwas Glitzerndes im Netz seinen Blick auffing. »Was für ein komischer Fisch«, sagte er zu sich selbst und hob einen goldgelben Fisch auf. Nur seine Verblüffung wuchs, als er hörte, wie der Fisch die folgenden Worte sprach. »Lieber Fischer, lass mich frei. Lieber Fischer, lass mich frei. Ich bin der Sohn des Meereskönigs, und wenn du mich freilässt, dann werde ich dir jeden Wunsch erfüllen.« Durch dieses Wunder alarmiert und ohne eine Sekunde nachzudenken, warf der Fischer den Fisch zurück ins Wasser. Aber als er zurück nach Hause kam und seiner Frau davon erzählte, was passiert ist, so schalt sie ihn laut. »Was? Als der Fisch sagte, dass deine Wünsche wahr werden würden, so hättest du ihn um etwas bitten sollen. Gehe zurück zum Strand, und wenn du ihn siehst, dann frage nach einem neuen Waschbottich. Schau nur unseren alten Waschbottich an, er ist so alt.« Der arme Mann lief zurück zum Ufer. Als er den Fisch rief, tauchte dieser aus dem Wasser auf. »Hast du mich gerufen?« »Hier bin ich«, sagte er. Der Fischer erklärte, was seine Frau wollte, und der Fisch antwortete schnell. »Du warst sehr gut zu mir. Gehe nach Hause und du wirst sehen, dass dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist.« Sicher, dass seine Frau erfreut sein wird, eilte der Fischer nach Hause. Aber als er die Tür öffnete, kreischte seine Frau. »Ist es also wirklich ein magischer Fisch, den du freilässt? Jetzt schaue dir den alten Waschbottich an. Er ist brandneu. Aber wenn der kleine Fisch solch eine Fähigkeit hat, dann kannst du unmöglich zufrieden sein mit solch einem erbärmlich kleinen Wunsch. Gehe direkt wieder zurück und bringe ihn dazu, dir ein neues Haus zu geben.« Der Fischer eilte zurück zum Ufer. »Ich frage mich, ob ich ihn wiedersehen werde. Ich hoffe, er ist nicht weggegangen.« »Kleiner Fisch, kleiner Fisch«, begann er ihn vom Wasser aus zu rufen. »Hier bin ich. Was willst du dieses Mal?« hörte er ihn fragen. »Nun, meine Frau hätte gerne...« »Kann ich mir vorstellen«, merkte der Fisch an. »Und was möchte sie nun?« »Ein großes Haus«, raunte der Fischer zögernd. »Alles klar, du warst so gut zu mir und dein Wunsch soll in Erfüllung gehen.« Der Fischer verweilte auf dem Weg nach Hause und genoss das Gefühl, seine Frau mit dem neuen Haus glücklich zu machen. Das Dach des herrlichen neuen Hauses war schon in Sicht, als seine Frau in Rage zu ihm eilte. »Schau hier. Nun, da wir wissen, wie mächtig dieser Fisch wirklich ist, können wir unmöglich zufrieden mit nur einem Haus sein. Wir müssen mehr verlangen. Laufe zurück und erbitte einen wirklichen Palast, nicht nur ein gewöhnliches Haus wie dieses hier. Und feine Kleidung. Und auch Juwelen.« Der Fischer war ziemlich aufgebracht. Wie auch immer, er wurde über so viele Jahre dominiert, dass er nicht fähig war, Nein zu sagen. Also schleppte er sich zurück zum Ufer. Mit Zweifel erfüllt rief er den kleinen Fisch, aber es verging einige Zeit, bis er aus den Wellen hüpfte. In der Zwischenzeit hat das Meer angefangen zu schäumen. »Tut mir leid, dass ich dich wieder stören muss, aber meine Frau hat noch einmal nachgedacht und sie würde gerne einen feinen Palast haben.« Wieder gewährte der kleine Fisch dem Fischer seinen Wunsch, aber er schien weniger freundlich als zuvor. Zuletzt erleichtert, dass er fähig war, den Wunsch seiner Frau erfüllt zu sehen, wendete sich der gute Fischer heimwärts. Zu Hause war nun ein magischer Palast. Wie wundervoll er war! Oben an einer Freitreppe, die zum Palast führte, stand seine Frau, gekleidet wie eine große Lady und triefend mit Juwelen, und wartete ungeduldig auf ihn. »Gehe zurück und frage nach.« Aber der Fischer unterbrach sie. »Was, solch ein feiner Palast? Wir müssen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Denkst du nicht, dass wir zu viel verlangen?«
Gehe zurück, sagte ich. Tue, wie dir gesagt wird. Und bitte den Fisch, mich zu einer Kaiserin zu machen. Der arme Fischer brach unglücklich auf zum Ufer. In der Zwischenzeit zog ein Sturm auf. Der Himmel war schwarz und schreckliche Blitze erleuchteten die Dunkelheit, während die Wellen ärgerlich an den Strand krachten. Kniend auf dem Felsen inmitten der Sprühnebels begann der Fischer mit leiser Stimme nach dem kleinen Fisch zu rufen. Und als er kam, teilte er ihm den letzten Wunsch seiner Frau mit. Aber dieses Mal, nachdem er in Ruhe zugehört hatte, verschwand der kleine Fisch unter den Wellen, ohne ein Wort zu sagen. Und obwohl der Fischer wartete, kam der kleine Fisch niemals wieder zurück. Ein großer heller Blitz, viel heller als all die anderen, erhellte den Himmel, und der Fischer sah, dass das neue Haus und der Palast ohne eine Spur verschwanden. Die demütige alte Hütte stand dort, wo sie immer stand. Aber dieses Mal wartete seine Frau weinend auf ihn. Das geschieht dir recht. Wir hätten zufrieden sein sollen mit dem, was wir hatten, anstatt immer mehr zu verlangen, murrte der Fischer ärgerlich. Aber tief in seinem Herzen war er froh, dass alles zum Normalen zurückkehrte. Am nächsten Tag und jeden Tag ging er zurück fischen, aber er sah den kleinen Goldfisch niemals wieder.